So, liebe Rechtsfreunde, ich habe den obersten Knopf auf, damit ich besser Luft bekomme, denn wir haben Dinge zu besprechen. Großes Thema diese Woche: Organspenden. Und in einem Punkt sind sich alle einig: Organspenden sind sehr wichtig, um das Leben von Menschen zu retten oder ihnen ein lebenswertes Dasein zu ermöglichen. Und in dieser Woche hat der Bundestag darüber abgestimmt, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Anzahl der Organspenden zu erhöhen. Welche beiden Maßnahmen da diskutiert wurden, wofür man sich entschieden hat, was für die beiden Maßnahmen und dagegen spricht und warum das Ganze möglicherweise eine Scheindebatte ist, das klären wir in diesem Video. Punkt 1, die Problemstellung. Wir müssen uns zunächst einmal mit Zahlen beschäftigen. Im letzten Jahr wurden 3000 Organe von 1000 Organspendern gespendet. Auf der Warteliste für ein Organ stehen derzeit 9400 Patienten. Die allermeisten Organe von den Organspendern stammen von Organspendern, die letztendlich an einer Hirnblutung oder an einem Hirnschaden verstorben sind. Wichtig auch zu wissen: Die Zahl der potenziellen Organspender, also die einen Organspendeausweis haben oder das angeben, dass sie Organspender sind, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen von 22% auf mittlerweile je nach Statistik 36 bis 38%. Das hat aber nicht dazu geführt, dass die Anzahl der Spenden hochging. Woran liegt es? Dazu später. Punkt 2, die Lösungsvorschläge. Der Bundestag hat unter der Woche ein Votum darüber abgehalten, ob nunmehr die Widerspruchslösung oder die Zustimmungslösung zur Anwendung kommen soll. Bei der doppelten Widerspruchslösung gilt erstmal jede Person als potenzieller Organspender. Wer das nicht will, der muss seinen entgegenstehenden Willen ausdrücklich zum Ausdruck bringen oder einen Widerspruch eintragen lassen. Und das kann man, indem man beispielsweise in einem Register einträgt, was dann eingeführt werden sollte, dass man eben kein Organspender sein will. Für Minderjährige entscheiden die Eltern. Bei der Zustimmungslösung ist es im Grunde genau umgekehrt. Hier ist erstmal nicht jede Person Organspender, sondern nur diejenigen, die ausdrücklich ihre Bereitschaft dazu erteilen. Auch hierfür soll ein Register erschaffen werden, sodass Ärzte sehr schnell überprüfen können, handelt es sich um einen Organspender oder nicht. Punkt 3. Was spricht für die Widerspruchslösung? Was spricht für die Zustimmungslösung? Für die Widerspruchslösung spricht natürlich, dass davon auszugehen ist, dass dadurch theoretisch viel mehr potenzielle Organspender auf der Liste stehen als bei der Zustimmungslösung. Theoretisch sogar 100%, wenn keiner widerspricht. Und man darf davon ausgehen, dass viele, insbesondere junge Leute, die besonders geeignet sind als Organspender, Stichwort, und das soll nicht zynisch sein, junge, durchtrainierte Motorradfahrer, das ist wirklich so, dass die häufig Organspender sind oder Organspender sein könnten, dass diese häufig gar nicht darüber nachdenken, ob sie Organspender sein sollten oder nicht, weil sie mit dem Thema einfach nicht so häufig in Berührung kommen. Zusätzlich spricht jetzt nicht faktisch, aber ethisch gesehen, was auch immer das ist oder was wir dafür halten, viel dafür, dass wir Menschen verpflichtet sind, einander zu helfen. Und wenn wir in unserem Tod die Organe nicht mehr benötigen, wir sozusagen eine gewisse Pflicht haben, anderen Menschen damit zu helfen. Wir sollen solidarisch miteinander sein. Aber es gibt auch ethische Gründe, die gegen die Widerspruchslösung sprechen, die auch schon Anklang in unserer Rechtsordnung gefunden haben. Und zwar haben wir in unserer Rechtsordnung den Grundsatz der Privatautonomie. Unsere Rechtsordnung geht davon aus, dass wir selbstbestimmte, autonome Wesen sind. Und Schweigen grundsätzlich in den allermeisten Fällen, mit Ausnahmen, aber in den allermeisten Fällen gerade keinen Erklärungswert hat, weil man eben sagt, wer etwas will oder wer einen Willen äußern will, der muss diesen auch tatsächlich nach außen bringen und äußern. Und wenn wir automatisch vermuten, dass jemand das so möchte, dann umgehen wir ein bisschen dieses Selbstbestimmungsgebot, was aber zugegebenermaßen etwas abgeschwächt ist, weil man ja widersprechen kann. Für die Zustimmungslösung spricht daher genau dieser Aspekt der Selbstbestimmung. Ich soll selbst entscheiden können, ob überhaupt erstmal mein Körper später, ich sage es jetzt bewusst überspitzt, als Ersatzteillager fungieren kann. Das ist Ausdruck meines postmortalen Persönlichkeitsrechts.
Und, das ist ein eher etwas schwächeres Argument, es heißt ja Organspende. Und eine Spende ist immer etwas Freiwilliges, was ich autark tue und mich autark dazu entscheide. Wenn ich erst widersprechen muss, dass ich nicht spenden will, ist es streng genommen keine Spende. Meines Erachtens etwas schwaches Argument, aber es ist da. Ein weiteres Argument, was gegen diese Widerspruchslösung spricht, ist das sogenannte Dammbruchargument. Das kann man immer bringen im Grunde. Bedeutet letztendlich, wenn der Gesetzgeber da einen Widerspruch einführen kann, dann könnte er es auch in ganz vielen anderen Bereichen. Ja? Ich, Staat oder wir dürfen eine Handlung an dir vornehmen, wenn du nicht widersprichst. Und dadurch wird das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen, des Individuums immer weiter nivelliert. Der Nachteil der Zustimmungslösung im Gegensatz zur Widerspruchslösung könnte aber in tatsächlicher Hinsicht sein, dass möglicherweise theoretisch weniger Organe als bei der Widerspruchslösung zur Verfügung stehen und dadurch Menschen letztendlich versterben, weil sie kein Organ bekommen. Und das ist ein gravierender Nachteil. Punkt 4, die Entscheidung. Der Bundestag hat letztendlich der Zustimmungslösung den Vorzug gegeben und damit das Selbstbestimmungsrecht der Menschen gestärkt. Da oben ist übrigens eine Lampe kaputt. Punkt 5, ist das Ganze möglicherweise nur eine Scheindebatte und die Entscheidung zwischen Zustimmungslösung oder Widerspruchslösung nur ein Geplänkel und die Schlacht über die Spendenorgane findet letztendlich an einem ganz anderen Punkt statt? Wie eingangs erwähnt, die Spendenbereitschaft ist eigentlich in den letzten Jahren deutlich gestiegen, von 22 auf, je nach Statistik, 36-38%. Trotzdem gibt es nicht mehr Organspenden. Woran liegt das also? Ich habe einmal nachgeforscht und viele Artikel darüber gefunden, dass viele Kliniken, obwohl sie dazu fähig gewesen wären, gar keine Organspendepatienten gemeldet haben. Von den 1200 Kliniken in Deutschland, die grundsätzlich fähig dazu wären, einen Organspendepatienten zu melden, haben 150 oder etwas über 150 Kliniken sogar angegeben, dass sie in den letzten 9 Jahren niemals einen Organspendepatienten auf dem Tisch gehabt haben. Was doch statistisch gesehen sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Die Deutsche Stiftung für Organtransplantation geht davon aus, dass die Zahl der Organspenden doppelt so hoch sein könnte, wenn alle Kliniken ihrer Verpflichtung, Organspendepatienten zu melden, umfangreich nachkommen würden. Und auch wirtschaftliche Gesichtspunkte sprechen ein wenig dafür, dass das Interesse der Kliniken gar nicht so hoch ist. Denn bis zuletzt, also zumindest bis April 2019, konnten die Kliniken häufig gar nicht kostendeckend die Organe transplantieren bzw. zumindest entnehmen. Und dann habe ich herausgefunden, dass der Bundestag erst im April 2019, also vor einem Dreivierteljahr, ein Gesetz verabschiedet hat, was die Kliniken mit mehr sachlichen und finanziellen Mitteln hierfür ausstattet. Ich will nicht zu sehr ins Verschwörerische mit euch abtreffen, aber es könnte natürlich vor diesem Zeitpunkt für die Kliniken zumindest eine Motivation darstellen, nicht allzu viele Patienten im Zweifelsfall zu melden. Des Weiteren habe ich herausgefunden, dass es seit 2012 ein Gesetz gibt, wonach Kliniken verpflichtet sind, einen Transplantationsbeauftragten zu benennen. Und einer Umfrage zufolge wurden 40% aller Ärzte gegen ihren eigenen Willen zu dem jeweiligen Transplantationsbeauftragten benannt. Und das könnte meines Erachtens auch eine weitere Motivation dafür darstellen, warum letztendlich in den Kliniken die Abläufe vielleicht nicht so optimal sind. Wie gesagt, wir wollen hier nicht ins Verschwörerische abdriften, aber nicht so optimal sind, dass tatsächlich so viele Organentnahmen durchgeführt werden, wie theoretisch durchgeführt werden könnten. Und das bringt mich zu folgenden kritischen Fragen. Diskutieren wir, wenn wir in Deutschland über Probleme reden, möglicherweise an manchen Ursachen vorbei? Ist es häufig wirklich so einfach wie Widerspruchslösung oder Zustimmungslösung und wir lösen damit tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem? Oder wird das Ganze plakativ aufgebauscht und die wirklichen Probleme, die so im Untergrund laufen und die deutlich komplexer sind als diese Ja-Nein-Fragen, werden gar nicht richtig beackert? Müssten wir vielleicht bei den Kliniken beim Thema Organspende genauer hinsehen? Muss es genauere Kontrollen geben? Müssen wir möglicherweise mehr Geld in die Hand nehmen? Müssen wir mehr Fortbildung schaffen? Ist das überhaupt gewünscht, dass wir uns diesen Dingen komplexer nähern? Ich bin auf eure Meinung gespannt. Das war's. Bis dann. Ciao.